Ich melde mich mal aus dem dritten Bauabschnitt. Und zwar habe ich jetzt den Teil in der Hand, das kenne ich nicht. Und zwar, wie kann man das mal vergleichen? Wir kennen ja diese Teile hier, ne? Diese in Rot oder in anderen Farben. Manchmal auch hier die obere Seite ein Ticken länger. Und jetzt habe ich hier so einen Teil in der Hand. Das ist oben plan, es ist hohl und es ist. Ja, also ich kenne das noch nicht. Weiß nicht, ob das für das Set neu ist oder ob es das vorher schon mal gab. Für mich ist es neu. Ansonsten, was hier auffällig ist, was wir hier haben, wir haben solche Zahnkranzteile. Das sind zwei Stück, glaube ich. Wenn ich es richtig überblicke, dass man hier einen Halbkreis machen könnte. Mal gucken, wofür das ist. Ansonsten, um es nochmal zu sagen, den Unterschied zu dem Raster, hier ist alles schwarz, während das beim Raster ja grau war. Ja, ich baue dann mal weiter. Mal Abschnitt 3, den haben wir schon fertig. Und ja, wir blättern mal kurz durch. Was wir hier bauen, ist Seitenverkleidung hauptsächlich. Also wir verkleiden jetzt das Fahrzeug rundherum. Hier wird erst so eine Konstruktion gemacht, die kommt dann hier dran, dass man dann weitere Teile aufstecken kann. Ja, und so geht das jetzt die ganze Zeit durch. Also es ist halt Rahmen und Verkleidung und viele Aufkleber. Ich habe sie wie gesagt nicht drauf gemacht, aber ja. Ja, was soll man jetzt groß erzählen, ne? Hier, das ist noch eine spannende Sache. Hier wird das Dach halt draufgesetzt. Das sitzt vorne auf diesen T-Stücken. Ja, die sind hier drinnen und die werden dann hier mit diesen Teilen, was man im dritten, was ich schon mal gezeigt habe, werden die hier reingesteckt und sind dadurch sehr beweglich. Und dann setzt man die hier unten dran. Ja, sodass das Ganze schräg nach hinten steht. Dafür braucht man diese Beweglichkeit oben über die T-Stücke. Ja, dann geht es weiter. Hier wieder für die Seite eine Verkleidung. Die kommt hier hinten dran. Das Ganze natürlich auf der anderen Seite auch. Und hier, die stehen ja schräg. Ja. Dafür ist dann die Ballaufnahme, die wir noch übrig hatten. Und dadurch stehen die Dinger dann so schräg. Hinten eine Abschlussleiste dran, eine Motorhaube hier auch. Es sollen eigentlich auch viele Aufkleber drauf. Die wird dann hier vorne angebunden. Das Seitenteil, alles mit dran. Ja, auch hier eigentlich noch Aufkleber drauf. Dann wird das alles hier vorne verbunden. Und dann kommen diese eigentlich die für Fahrwerksteile verwendet werden. Die kommen dann hier vorne dran als A-Säule, werden die dann reingesteckt. Und dann kommen diese Zahnkranzdinger daran. Vier für die Seite. Dann machen wir hier oben noch den Abschluss dran. Ja, das wird so gebaut. Ganz penibel, ganz nix. Hier wären auch schon wieder fünf Aufkleber drauf. Und das war's. Das ist der Bauabschnitt. Also im Grunde genommen nur Verkleidung. So, und das Ganze sieht jetzt so aus. Wir haben hier vorne die Motorhaube drauf. Beziehungsweise die Motorhaube ist es ja in dem Fall nicht. Die Abdeckung vorne. Dann hier hinten die Paneele,
Ah, hier, dass das so schräg steht, wie gesagt, das ist mit diesen Dingern gebaut. Coole Sache, wirklich gut gemacht. Was mir hier nicht so gefällt, ist diese Flosse, die hier angedeutet ist. Die ist halt natürlich nur auf einer Seite. Ne? Auf der anderen Seite nicht. Da sieht man, ja, also das ist nicht schön. Und hier sieht man diese Zahnkranzdinger. Weiß jetzt noch nicht so genau, was die andeuten sollen, ehrlich gesagt. Aber gut. So, und da sieht das jetzt von hinten so aus. Funktioniert alles wunderbar. Kein Thema. Ja. Hier sieht man auch diese Anschrägung, die wir hier drin haben. Und genau. Ah, hier, ja. Ich sagte ja hier, diese A-Säulen-Dinge, was ja eigentlich Fahrwerksaufhängungen sind, die werden mit so einem, ja, hier oben ist ein Pin und dann diese Stange durch. Das ist ja ein Teil. Man kennt das ja auch von anderen Modellen schon. Das wird so von innen heraus befestigt. Und hier diese Dinger werden halt mit, ich glaube, 4er und 5er oder 3 und 4er Kreuzachsen mit Stopp befestigt. Ja, mal gucken, was da noch passiert. Auf jeden Fall geht es zügig voran. In diesem Bauabschnitt übrig, zwei schwarze Zweierpins und ein so roter Viertelpin. Das war's mit dem Bauabschnitt. Bis später.